Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich in der Folge mit dir drüber reden, Leben ohne Partnerschaft. Was passiert eigentlich oder was kannst du tun gegen potenzielle Einsamkeit und die Lücke, die vielleicht bleibt, wenn da gar niemand mehr kommt? Wenn du zum Beispiel schon länger unfreiwillig solo durchs Leben gehst, schon jede Menge probiert hast, um dein Mr. Right oder Mrs. Right zu finden und es will und will und will nicht funzen, dann möchte ich dir heute ein paar Impulse mit an die Hand geben, was du tun kannst, um Einsamkeit vorzubeugen und auch ganz ohne Partner erfüllt und glücklich durchs Leben zu gehen. Hör gerne rein. Weiter geht's nach diesem kurzen Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Kanals bzw. Podcast. Und meine Mission ist es, dir auf deinem Weg in eine erfüllte Partnerschaft vor allem den Spaß, die Leichtigkeit und die Lebensfreude zurückzugeben. Denn du bist richtig genau so, wie du bist. Das ist meine Herzensmission und das passt so ein bisschen auch als Übergang zum Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich Leben ohne Partnerschaft. Was tun gegen Einsamkeit oder die Lücke, die eventuell bleibt, wenn da niemand mehr kommt? Darum soll es heute gehen, denn ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung als Langzeitsingle, aber auch aus meiner Arbeit, dass Einsamkeit und dieser Gedanke unheimlich präsent sind bei ganz, ganz vielen Singles, gerade wenn du schon länger alleine unfreiwillig solo durchs Leben gehst und vielleicht auch schon vieles probiert hast, viel unternommen hast, um wirklich der Liebe auf die Sprünge zu helfen. Ganz viele Dates hattest, on wie offline, auf ganz vielen Dating-Apps unterwegs warst, auch so aktiv bist, viel unter Menschen bist, immer unterwegs bist, um neue Menschen kennenzulernen, vielleicht auch an bestimmten Events teilgenommen hast, ganz gezielt, um deinen Wunschpartner, deine Wunschpartnerin anzuziehen. Übrigens, liebe Männer, ich spreche jetzt gleich immer aus der Sicht einer Frau. Wenn ihr das jetzt seht, herzlich willkommen. Dreht es für euch bitte um. Dasselbe gilt auch für alle gleichgeschlechtlichen Zuschauer. Ich mag das Gendern nicht, nur damit ihr Bescheid wisst. Grundsätzlich sind die Videos hier geschlechterneutral. Wichtig an der Stelle auch nochmal eingeworfen. Macht dir bitte nicht passend, was für deine aktuelle Situation nicht passt. Das heißt, pick dir wirklich nur das raus, was für dich aktuell hilfreich ist, was dich weiterbringt. Und wenn dir gefällt, was du siehst und hörst, dann freue ich mich natürlich über dein Like, über dein Abo, mit dem du meine Arbeit unterstützt und hilfst, mir diesen Kanal auf- und auszubauen. Genau. Nochmal zurück, also Einsamkeit ist ein ganz großes Tabuthema, gerade bei vielen Langzeitsingles, gerade auch in der Altersklasse, sage ich mal, von Mitte 30 bis 60, ja, wo es viele, viele Langzeitsingles gibt. Also Menschen, die vielleicht mal lange Zeit liiert waren, vielleicht auch verheiratet waren, Familie hatten, mit jemandem zusammengewohnt haben, die im Grunde genommen schon ganz viele Facetten der Liebe kennengelernt haben. Die wissen, wie es funktioniert, mal ganz platt gesagt. Und jetzt aber nach einer Trennung aus eben solch einer Bindung irgendwie anscheinend immer Pech haben. Oder Menschen, die vielleicht nie wirklich Beziehungen hatten, vor allen Dingen nichts Langfristiges, ja, also länger als ein Jahr, zwei Jahre und so weiter, wo es eher so kurzzeitige Geschichten waren und die aber immer wieder, aber nie wirklich was Beständiges, wo man vielleicht auch dann mal zusammen gelebt hat und so weiter. Auch die, von denen spreche ich natürlich heute auch. Also du siehst schon, Liebe ist vielfältig. Und egal, was deine Voraussetzung ist, es eint ja dann irgendwann der Punkt, dass du merkst, entweder ich krieg nie was Langfristiges
Oder ich hatte es mal, wünsche es mir eigentlich wieder und es funzt aber irgendwie nicht so. Ja, ich ziehe jetzt immer und immer wieder die falschen an. Und da möchte ich mal reingucken. Ganz zum Anfang möchte ich dir zwei Impulse mal mit auf den Weg geben, bevor wir reingucken, was kannst du tun, um vielleicht diese Leere, die immer wieder mal kommt, vielleicht auch mal am Wochenende, wo keiner Zeit hat, sich mit dir zu treffen, weil alle in deinem sozialen Umfeld größtenteils liiert sind, Familie haben, ja, wo du dich manchmal fühlst wie das fünfte Rad am Wagen oder schlichtweg keine Lust hast, dich immer mit denselben Menschen zu umgeben, die vielleicht auch solo sind. Und zu Beginn dieser Folge möchte ich dir mal mitgeben, vielleicht mal erstmal hinzugucken, was könnten die möglichen Gründe, deine ganz persönlichen möglichen Gründe sein, warum es bisher nicht so gelaufen ist, wie du es dir wünschst. Das eine, wo es sich lohnt, mal hinzugucken, wäre mal, dass du mal ganz ehrlich mit dir bist und mal reflektierst, welche Vermeidungsstrategien du vielleicht in der Vergangenheit gefahren hast. Was meine ich damit? Mal hinzugucken, wo habe ich vielleicht unterbewusst, ja, meistens läuft das da unterbewusst, macht ja keiner bewusst, der sich eigentlich einen Partner wünscht, aber unterbewusst, wo habe ich vielleicht Erwartungen zu hoch gelegt, dass sie gar nicht erfüllbar sind, wo war ich vielleicht nicht kompromissbereit, abzuweichen eben von diesen hohen Erwartungen, wo fehlte mir vielleicht eine gewisse Offenheit, wo habe ich Leute zu schnell aufs Absteiggleis geschoben, habe mir und meinem Gegenüber dadurch die Chance genommen. Wo habe ich aber auch Angst gehabt, vielleicht mich auf jemanden wirklich 100% einzulassen? Und warum habe ich diese Angst vor Nähe gehabt? Ja, also die sogenannte Bindungsangst oder auch genau das Gegenteil, die Verlustangst. Warum habe ich eigentlich ständig Angst, wenn ich jemand Neues kennenlerne, dass das wieder in die Dutten geht, dass das wieder nur so eine Eintagsfliege wird und ich eigentlich mit der Einstellung schon rangehe, bringt ja eigentlich gar nichts. Ja, warum passiert mir das immer und immer wieder? Warum habe ich nicht das Vertrauen, mal zu sagen, okay, in der Vergangenheit war es so, in Zukunft wird es anders, zum Beispiel. Oder auch das Thema Selbstwert, mal hinzugucken, wo du dich selber schlecht machst, wo du sagst, na ja, immer passiert mir das, alle anderen haben Glück, ich halt nicht, dann bin ich wohl irgendwie falsch oder nicht liebenswert oder verkorkst, warum ich immer und immer wieder die Falschen anziehe. Also guck da mal hin, das wäre dieser ganze dicke Part Vermeidungsstrategien, die du vielleicht unbewusst fährst, um halt auch Liebe wirklich einzuladen in dein Leben und zuzulassen. Auch und insbesondere von Menschen, die vielleicht nicht 100% und auch nicht 80% deiner Idealvorstellung entsprechen. Und den zweiten Impuls in diesem Bereich, bevor es gleich zu den Lösungen geht, bitte ich dich mal hinzugucken, was ist überhaupt deine Motivation für eine Partnerschaft? Warum wünschst du dir die? Hast du Angst vorm Alleinsein? Möchtest du vielleicht das Gefühl haben von Geborgenheit, versorgt sein, jemand kümmert sich um dich oder erhoffst du dir, dass dein Partner dich glücklich macht, weil du selber vielleicht nicht kannst? Oder fühlst du dich unvollständig und nicht wertvoll, wenn du keinen Partner an deiner Seite hast? Ja, also schau auch da nochmal hin, was ist eigentlich ganz ehrlich, wirklich ehrlich? Ja, das machst du ja nur für dich. Das musst du mir nicht erzählen und auch deinen Freunden nicht. Aber was ist deine wahre Motivation überhaupt für eine Partnerschaft, dir eine Partnerschaft zu wünschen? Denn ich sag mal so, rein für körperliche Intimität brauche ich heute keine Partnerschaft mehr. Da kriege ich Freundschaft plus Affären wie Sand am Meer. Da braucht man nur Online-Dating machen. Wirst du mir sicherlich zustimmen. Genau. Das ist so der ganze erster Block der Reflexion, vielleicht mal hinzugucken, wo liegen die Gründe in mir? Ja, wo habe ich mich vielleicht selber ein Stück weit ausgenockt und habe, ja, vielleicht geahnt, vielleicht manchmal auch schon wahrgenommen, aber jetzt nochmal so richtig, dank meiner Reflexionsfragen, so einen Gongschlag bekommen. Manchmal braucht man ja so bestimmte Fragen und Impulse, um aufzuwachen und hinzugucken. Und da guck mal hin, das wäre dein Job. Das ist sozusagen deine innere Arbeit, die du dazu beiträgst.
Und jetzt möchte ich ganz pragmatisch in den zweiten Teil überleiten, nämlich, was kannst du tun, wenn du wirklich für dich das Gefühl hast, du fühlst dich einsam. Ja, also einsam ist anders als alleine. Alleinsein ist ein bewusst gewählter Zustand. Zum Beispiel dir selber mal Zeit mit dir selbst zu verbringen, ein Date mit dir selber, dir was Gutes zu tun, eine Badewanne, Massage, was auch immer. Das ist Alleinsein. Einsam sein ist ein anderes Gefühl. Das ist unfreiwillig und eher negativ besetzt. Ja, keiner will mich, keiner mag mich, keiner hat Zeit für mich. Ja, also wo ich eigentlich mir sehne, andere zu treffen, auch auf freundschaftlicher Ebene, aber keiner ist da, weil ich vielleicht auch keine sozialen Kontakte habe, außerhalb der Arbeit oder der engsten Familie. Entschuldigung, habe immer noch einen Frosch im Hals. Ja? So, und was kannst du jetzt tun? Also zum einen möchte ich dir sagen und Mut machen an dieser Stelle, dass es nie zu spät ist, eine neue Liebe zu finden. Und ja, das sagt sich immer so leicht dahin, aber ich kenne diese Gedanken alle selber sehr gut. Ich war nach meiner Scheidung 10 Jahre lang auch Single, wo ich wirklich ganz oft daneben gegriffen habe und auch immer nur sehr kurzweilige Versuche hatte und ich glaube gerade mal dann 2 irgendwann auch längere Partnerschaften. Aber ich kenne diese Gedanken gut. Ich kenne auch einsame Wochenenden oder Einsamkeit an Feiertagen, wenn niemand Zeit hat oder einfach diese Gedanken, die einen beschleichen, wenn man einfach länger unfreiwillig solo ist und eigentlich lieber wieder eine Partnerschaft hätte. Und da möchte ich dich nur ermutigen, gib die Hoffnung nicht auf. Ja, also nicht so von wegen, ach naja, klappt jetzt nicht, dann bleibe ich halt alleine, komme auch ganz gut alleine zurecht, ist auch okay. Ja, also Single zu sein ist ja kein Stigma, das ist eine Lebensphase, für manche auch eine bewusste Entscheidung, je nachdem, ob es bei dir unfreiwillig oder freiwillig ist. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die das freiwillig wählen, die gar keine feste Bindung eingehen wollen, aber von denen rede ich ja heute eher weniger, sondern eher von denen, die sich eigentlich eine Partnerschaft wünschen, aber irgendwie funktioniert es nicht und hat nicht funktioniert bisher. So, was kannst du ganz konkret tun, um deine Einsamkeit und auch die Angst, dass da eine Lücke bleibt, falls da niemand mehr kommt, zu kompensieren? Ganz klar, ganz wichtig ist natürlich, dir ein soziales Netz zu bauen. Das heißt, such dir Bekannte, such dir Gleichgesinnte, zum Beispiel für ein gemeinsames Hobby. Ja, vielleicht hast du auch Freunde, mit denen du Hobbys ausübst oder dich regelmäßig triffst zu Aktivitäten. Also ein soziales Netz, wenn keine Partnerschaft da ist, ist unglaublich wichtig. Ich nenne das immer Wahlfamilie. Ja, wenn du ein gutes Verhältnis hast, natürlich auch zu deinen Familienmitgliedern, Geschwistern, Eltern, weitläufigere Verwandtschaft, auch die fangen natürlich was auf. Ja, aber die ersetzen natürlich keinen Partner. Das tun natürlich Freunde und Interessengemeinschaften auch nicht. Machen wir uns nichts vor. Aber es ist ein Netz, was dich trägt. Und das ist ja letztlich auch das, was eine Partnerschaft ausmacht. Dieses Gefühl von Geborgenheit, von Zugehörigkeit. Und das kannst du eben auch durch gute Freundschaften, durch Bekannte, durch gemeinsame Unternehmungen, Interessen, dass du dir solche Leute suchst. Oder eben aber auch, wenn du einen guten Draht zu deiner Familie hast, auch da. Ja, wenn du Kinder hast, die sich vielleicht auch um dich kümmern. Wobei das mit der Familie auch immer so ein bisschen so eine Krux ist. Und auch nicht immer ganz einfach, weil Kinder oder Familie zu haben, heißt nicht, dass man automatisch ein gutes Verhältnis hat und viel miteinander zu tun hat. Ja, also wenn es da halt Probleme gibt oder Unstimmigkeiten, dann such dir, wie gesagt, deine Wahlfamilie in Form von Freunden oder anderen sozialen Kontakten. Egal ob im Hobbyumfeld oder im Arbeitsumfeld, ganz wie du möchtest. Ganz wichtiger Punkt, soziales Netz. Kinder, Familie, habe ich gerade gesagt. Ja, ist auch so ein Ding. Dann ist die Frage, gerade wenn du auch schon älter bist, da rede ich jetzt von denen Ü40, Ü50 oder vielleicht auch noch älter, dich mal zu fragen, wie möchte ich eigentlich später leben, wenn da im schlimmsten Fall niemand mehr nachkommt und ich unfreiwillig alleine bleibe. Ja, vielleicht hast du auch alternative Lebensentwürfe.
zum Beispiel im deinen Lebensabend irgendwo im Ausland zu verbringen, weil du vielleicht immer schon mal auswandern wolltest oder immer schon gerne gereist bist. Oder dass du in so einer Alters-WG wohnst, ob organisiert oder selbst organisiert mit Freunden, ja, wo ihr euch vielleicht Wohnraum teilt und jeder seinen Eigenraum hat, aber man trotzdem nicht alleine ist oder so ein Mehrgenerationenhaus. Sowas könnte ja auch ein alternativer Lebensentwurf sein zu einer klassischen Partnerschaft oder Familie. Oder du brennst schon länger und immer für ein bestimmtes Thema, dass du zum Beispiel dann deine Partnerschaft, Entschuldigung, deine Zeit, die du quasi über hast, ohne Partner, dass du die zum Beispiel ins Ehrenamt steckst. Ja, für ein Thema, was dir am Herzen liegt, wo du dich aktiv zeigen möchtest. Sowas wäre zum Beispiel auch sowas. Also du siehst schon, es gibt mehrere Möglichkeiten. Baue dir dein Netz, baue dir deine Interessen, mach dir Gedanken, wie möchte ich im Alter wirklich auch leben, auch vielleicht ohne Kinder und Partner, wenn du denn keine Kinder hast, und ansonsten mit Kinder, ohne Partner. Ja, also mach dir da ruhig mal Gedanken drüber. Das finde ich total legitim. Denn ich glaube, wir alle haben auf jeden Fall eine Vorstellung, wie wir nicht leben wollen. Und ich glaube, die wenigsten möchten irgendwo abgeschoben, einsam im Heim, ohne Kontakte vor sich dahin vegetieren. Also mal dir das aus und vielleicht magst du denken, boah, was soll denn der Quatsch? Ich bin vielleicht erst 30 oder so oder 40, was soll ich denn jetzt schon an später denken? Aber spinn ruhig mal diesen Faden, was wäre, wenn? Ja, also dein Horrorszenario, was wäre, wenn jetzt halt die nächsten 2, 5, 10 Jahre niemand mehr kommt und du wirklich alleine bleibst, je nachdem, wie alt du gerade schon bist. Und dann wähl Alternativen aus, weil es geht ohne Partner, definitiv. Du kannst auch ein erfülltes, glückliches Leben ohne Partner haben. Manche sind sogar glücklicher ohne dauerhafte Partnerschaft und sind vielleicht mit kurzen Bekanntschaften oder einfach nur Affären, wo es primär darum geht, die Intimität zu befriedigen, ja, den Wunsch nach Intimität auch zufrieden. Also fühl dich da nicht falsch. Und deshalb ist es so wichtig, dass du diesen ersten Teil mal machst und für dich reflektierst, um dann vielleicht auch mit den Erkenntnissen klarere Sicht zu haben, wie setzt sich das eigentlich im Alter um? Worst case. Alleine, wenn da eben niemand mehr kommt, unabhängig von Freunden, unabhängig von meinen Kindern, ja, nur du für dich. Was sind deine Wünsche? Was füllt dich aus, was du im Alter machen möchtest, was du vielleicht schon immer machen wolltest und dann halt umsetzen kannst, um dich einfach aufzufüllen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich finde das ganz wichtig und auch beruhigend, für sich so einen Backup-Plan quasi zu haben und klar zu haben, was mache ich eigentlich, wenn da jetzt wirklich niemand mehr kommt? Was mache ich dann eigentlich? Suche ich dann bis St. Nimmerleinstag weiter oder suche ich mir denn vorher schon oder parallel Alternativen, um einfach für mich mein Leben zu genießen und mein Glück unabhängig vom Partner zu gestalten? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du dich erstmal um dich selbst kümmerst, denn nur wenn es dir gut geht, ja, wenn du dich auftankst, wenn du dich gut um dich kümmerst, dann kannst du diese Liebe, die du dir selber jetzt zugutekommen lässt, auch teilen. Und dann ist dein Charisma auch ein ganz anderes, nämlich weil du nicht bedürftig wirkst, dass du unbedingt einen Partner brauchst, dass ein Partner nice to have ist, sozusagen das Topping auf deinem Eis, ja, wie die Zuckerstreusel oben drauf. Aber du brauchst es nicht. So, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist zum Beispiel auch Teil meiner Arbeit, dass ich dir das zeige, wie du wirklich für dich wieder Freude in deinen Single-Alltag holst und erstmal guckst, dass du deinen Single-Alltag genießt, bevor du dann wieder auf Partnersuche gehst, weil dann kriegst du automatisch mehr Energie, mehr Ideen und vor allen Dingen auch mehr Freude wieder auf die Suche zu gehen, weil es dir halt gut geht, weil du gut für dich sorgst. Und das waren so ein paar Impulse dazu, wie du das tun kannst. Ich werde hier
auch nochmal ein Video verlinken zu den Bindungsstilen. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt, ja, gerade auch für den ersten Teil, wo es um diese Vermeidungsstrategien geht und deine Motivation für eine Partnerschaft. Guck da gerne auch nochmal rein. Ich werde es dir im Video verlinken. Auch nochmal ganz aufschlussreich zu gucken, wie ticke ich eigentlich in Sachen Partnerschaft? Was brauche ich da? Und ist auch nochmal ganz hilfreich. Kleiner Input am Rande. Okay. Ich will mich jetzt nicht wiederholen. Sage danke fürs Zuschauen, danke für deine Zeit. Danke natürlich auch für jedes Abo, für jedes Like, was mich hier erreicht, auch für euer Feedback per E-Mail, was mich immer Woche für Woche erreicht, natürlich auch für jede Spende. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest mit einer kleinen Spende, freue ich mich natürlich auch. Den Link findest du im Infokasten verlinkt. Das fließt dann in den Auf- und Ausbau des Kanals und nicht für die Maniküre und Ähnliches. Wenn du Fragen hast rund ums Thema Dating, Single sein, Sexualität, dann lade ich dich ein. Immer montags 19 Uhr, kostenlos und unverbindlich, gibt es Love Talk, mein neues interaktives Format via Videochat. Das verlinke ich auch im Infokasten, also sei am Montag gerne dabei. Du fragst, ich antworte offen, diskret und direkt. Ja, das ist auch nicht aufgezeichnet für deine Privatsphäre. Und dann freue ich mich, wenn wir uns irgendwie irgendwann mal begegnen und ich dich vielleicht auch eins zu eins begleiten darf. Auch dafür darfst du dir gerne deinen unverbindlichen virtuellen Kaffee mit mir buchen, wo wir einfach mal gucken, wie ich dir die Abkürzung zeigen kann in eine erfüllte Partnerschaft, damit du eben mit Glück nicht im Alltag oder generell alleine bleibst auf Dauer. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle hier, an meine Community. Ich freue mich immer total, hier immer live zu gehen für euch, auch wenn es nicht perfekt ist, dafür echt. Freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist, Maike.